Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Das Koan für heute steht in der Koansammlung Single Flower. Das ist eine koreanische Koansammlung mit 365 Koans. Und da habe ich heute mal rausgesucht Nummer 10. Die alte Frau verbrennt die Hütte. Scheint's kennen einige das Koan schon. Die alte Frau verbrennt die Hütte. Es heißt, dass du etwas erreichen wirst, wenn du 10 Jahre lang hart übst. Deshalb unterstützte eine alte Frau in China einstmals, wie es bei vielen buddhistischen Laien der Brauch ist, 10 Jahre lang einen Mönch. Sie versorgte ihn mit Speise und Kleidung und erlaubte ihm, in einer Klause zu leben, die sie zur Verfügung stellte. Der Mönch für seinen Teil widmete sich ausschließlich der strengen Übung und brauchte sich umsonst nichts zu kümmern. Nach 10 Jahren jedoch gab es immer noch keine Nachrichten von den Fortschritten des Mönchs. Was hat er erreicht, wollte sie wissen. Ich muss diesen Mönch testen. Deshalb rief sie eines Nachmittags ihre 16-jährige Tochter, die als eines der schönsten Mädchen im ganzen Dorf galt, zu sich. Und die Mutter forderte sie auf, sich zu schminken, ihr bestes Parfum zu benutzen und ihre erlesensten Kleider anzulegen. Dann schickte sie sie zur Klause. Die Tochter erwartete mit Spannung die Ausführung des gefassten Plans. Als sie bei der Klause anlangte, verbeugte sie sich vor dem Mönch und sagte: Du bist jetzt 10 Jahre hier gewesen. Deshalb hat dir meine Mutter ein besonderes Essen zubereitet und dir Kleidung genäht. Oh, vielen Dank, antwortete der Mönch. Deine Mutter ist ein großer Bodhisattva, dass sie mich so lange Zeit unterstützt hat. In dem Augenblick umarmte das Mädchen den Mönch heftig, küsste ihn und sagte: Wie fühlst du dich jetzt? Verfaulter Stamm auf kalten Felsen. Keine Wärme im Winter. Das Mädchen ließ ihn los, verbeugte sich tief und sagte: Du bist sicher ein großer Mönch. Voller Freude und Bewunderung kehrte sie heim, um ihrer Mutter das Geschehene zu berichten. Mutter, Mutter, dieser Mönch ruht dermaßen in sich, sein Geist bewegt sich nicht. Er muss etwas erreicht haben. Mir ist es gleich, ob er in sich ruht und sein Geist unbewegt bleibt, oder ob er ein wunderbarer Mönch ist. Was mich interessiert ist, was er gesagt hat. Oh, seine Worte waren ebenfalls wunderbar, Mutter. Er sagte:
verfaulter Stamm auf kalten Felsen, keine Wärme im Winter. Was? Schrie die alte Frau. Wütend ergriff sie einen großen Stock, rannte zur Klause und schlug gnadenlos auf den Mönch ein. Hau ab! Mach, dass du wegkommst! Ich habe 10 Jahre darauf gewendet, einem Dämon zu helfen. Dann brannte sie die Hütte vollständig nieder. Tja, was sollen wir von diesem Koran halten? Das Thema Sexualität und erotische Anziehung wird im gesamten Zen meistens so ziemlich ausgeblendet. Dabei bewegt es doch so viele Mönche und Menschen. Ich selber hörte von manchen Mönchskollegen, dass sie sich nicht auf ihr Koran konzentrieren können, weil sie die ganze Zeit an irgendeine schöne Mitsitzerin denken müssen, die da mit ihnen zusammen am Meditieren ist. Das Schwierige ist, dass diese Mitsitzerin immer schöner werden, je länger die da sitzen. Ja? Oh, es wird dann richtig unruhig und was macht man bloß und so weiter. Ja. Ja, und da helfen natürlich Sprüche nicht weiter. Lass dein Abend haften und so. Ne? Die sitzt ja am nächsten Tag wieder da. Und das zeigt uns, dass das Thema erotische Anziehung und Sexualität auch in unseren Reihen nicht einfach ausgeblendet werden kann, sondern das gehört mit als Bestandteil zu unserer Übung, uns damit zu befassen. Ja, was tut man, wenn man nun die ganze Zeit auf seinem Koran sitzt und die Gedanken vom Thema Sexualität bestimmt werden? Kann die dann so Theravada-mäßig immer weiter vorbeiziehen lassen und so, bis da nichts mehr kommt. Ja. Aber bei manchen nützt das nichts. Die kommen immer wieder. Da ist es schon wieder. Ne? Ihr kennt ja die Geschichte. Was ist das? Weiß ich nicht. Aber guck mal, da kommt es schon wieder. Ja. Die Frage ist, wie wir damit umgehen können. Und es gibt da so gewisse Notausgänge, die man da wählen kann, wie zum Beispiel Selbstbefriedigung zu betreiben oder so etwas. Ja. Übrigens haben wir dafür keine schönen Wörter. Im Indianischen wird die Art, sich selber zu streicheln, genannt das Herz erfreuen. Oh, das ist irgendwie eine gewisse andere Sicht auf das Geschehen. Ja? Es ist auch so, dass im indianischen Medizinrat das ja 4 Individualpunkte hat und 4 Kollektivpunkte hat. Da gibt es natürlich auch eine Achse, einen Mittelpunkt des Rades. Und im Mittelpunkt des Rades, da sitzt einerseits, das ist der Punkt des großen Geistes und gleichzeitig ist es der Punkt der Sexualität, weil nach Stammesauffassung die Sexualität das Rad am meisten im Gange hält. Und ja, wenn wir in unsere Kultur gucken, da wird also Sexualität häufig als Vermarktungshilfe oder sowas eingesetzt. Jedenfalls, da ist keine wirklich aufrichtige Beziehung zu dem Thema. Das ganze Thema bleibt schambesetzt. Die Kirchen, insbesondere die katholische Kirche, hat das so versucht, so zu verdrängen
Und wie wir dann wissen, kommt es dann bei den Priestern als Missbrauchsthema wieder auf die Tagesordnung, weil die da keine wirkliche Offenheit haben und keine wirkliche Aufrichtigkeit im Umgang mit dem Thema. Ja. Ich finde übrigens, ein schöner Ausdruck ist, statt Selbstbefriedigung zu sagen, sich selbst verwöhnen. Das klingt irgendwie schöner, ne? Vor allem finde ich das auch im Hinblick auf die Begegnung. Wenn man einem Partner, einer Partnerin begegnet im erotischen Kontext und dann eine Freude daran hat, sich gegenseitig zu verwöhnen, das ist irgendwie eine schöne Perspektive in der Sexualität, ja. Da muss kein Leistungssport betrieben werden und sowas, nein. Sich gegenseitig verwöhnen, das verlangt natürlich auch eine gewisse Kenntnis über die Verwöhnungsmöglichkeiten, die da bestehen. Und wenn man ein junger Mann ist, hat man da gar keine Ahnung davon, ja. Da denkt man, irgendwie ran ans Speck und rein und das war's. Und dann entstehen unerfreuliche Begegnungen, weil nach einem sexuellen Blitzschlag erstirbt das männliche Wesen und gähnt und schlägt die Augen zu und schläft, ja. Während die Partnerin jetzt auf den Teil wartet, der jetzt mal so richtig losgehen könnte, ja. Es für junge Männer ist das ein großes Lernfeld, da erstmal eine gewisse Fähigkeit zu entwickeln, die eigene sexuelle Kraft irgendwie tatsächlich zu beherrschen, ja, mit der umgehen zu können, eben etwas zu tun, damit man sich gegenseitig verwöhnen kann. Und da können wir allerlei lernen. Natürlich verlangt das auch Übung. Und übrigens ist Sazen eine wunderbare Vorbereitung dafür, wenn man Sazen übt und nicht die ganze Zeit diese Gedanken hat. Wenn man wirklich Sazen übt, dann ist das richtige Atmen, die Konzentration, die wir dadurch bekommen können, eine unglaubliche Unterstützung in der erotischen und sexuellen Begegnung. Also da könnt ihr euch auf was Schönes einstellen, wenn es noch nicht passiert ist. Kurz und gut, die Sexualität ist auch Bestandteil der Silas, nämlich des dritten Silas, ja, in der Kurzform. Niemanden missbrauchen und die Würde aller Menschen bewahren. Roshi sagte, you must keep sexuality pure. Und Thich Nhat Hanh, der befasst sich gleich mit den Folgen sexuellen Fehlverhaltens. Im Bewusstsein des Leides, das durch sexuelles Fehlverhalten entsteht, gelobe ich, Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln und Wege zu lernen, die Sicherheit und Integrität von Individuen, Paaren, Familien und der Gesellschaft zu schützen. Ich bin entschlossen, keine sexuelle Beziehung aufzunehmen, ohne Liebe und die Absicht einer dauerhaften Bindung. Um mein eigenes Glück und das der anderen zu bewahren, will ich die von mir und anderen eingegangenen Bindungen achten. Ich will alles mir Mögliche tun, um Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen und um zu verhindern, dass Paare und Familien infolge sexuellen Fehlverhaltens auseinanderbrechen. Aber was ist mit dem sexuellen meisterlichen Verhalten, nicht Fehlverhalten? Ja, wie können wir darin vorankommen? Fehlverhalten, da haben sich die Religionen lange und breit Gedanken gemacht und immer wieder Tipps gegeben. In der katholischen Kirche
geh unter die kalte Dusche, dann vergeht es und so weiter. Das sind alles nicht wirklich hilfreiche Hinweise. Ja? Wie kann man das leben? Und interessant finde ich da unseren IQ, der hat auch jahrelang Sazen geübt, streng, und hat auch schließlich Erleuchtung erlangt, als er das Krächzen einer Krähe hörte, während er über die Inlandsee mit dem Boot geschippert ist. Das hat ihn irgendwie wie ein Blitz getroffen und so. Und er hat das anschließend seinem Lehrer erzählt und der hat ihn daraufhin bescheinigt, dass er jetzt erwacht ist. Aber später hat er eine 30 Jahre jüngere blinde Sängerin kennengelernt, Mori. Und im Zusammensein mit dieser Frau hat er das erlebt, was er selber beschreibt als das eigentliche Erwachen. Und er hat es teilweise in Gedichten festgehalten. Ja. Ich lese mal eins vor, ja. Durstig träumst du vom Wasser, frierend träumst du vom Feuer. Ich nicht. Ich sehne mich nach den warmen Brüsten und der Nässe einer Frau. Der Schmerz des Anhaftens aus Lust ist größer, als ich dachte. Wind besänftigt meine Gedanken. Diese Lust ist mein endloses Korn. Ich bin unfassbar glücklich. Und später hat er nochmal gesagt, nur ein Korn ist wichtig. Du. Und dann sagt er an anderer Stelle, dieser hungrige Mönch, der da beim Lampenlicht Sutren singt, ist Buddha. Und er denkt immer noch an dich. Ein Schmetterling flattert vor ihrem Gesicht. Wie lange wird sie noch schlafen? Die alten Koren sind bedeutungslos und wollen bloß Tugend vortäuschen. Diese traumhaft junge Metze freilich trägt einen seidenen Umhang, der gerade ein Spalt weit offen steht. Ich sorge mich immer noch um mein Aussehen, mein trockenes weißes Haar. O Alter! Ich will dich lieben. Ich werde singen, egal wie die Dinge stehen. Und dann gibt es ein berühmtes Selbstporträt von Ikkyō mit seiner Geliebten, hat er selber gemalt, ja. Das zeigt also Mori mit ihm zusammen. In einem Kreis. Und da schreibt er, also neben diesem Bild findet sich folgender Text. In diesem Zen-Kreis ist mein ganzer Körper enthalten. Dies ist wirklich ein Bild von Kidos Wiederkehr. Kidō war sein Lehrer. Meine blinde Sängerin singt von der Liebe und zwingt diesen alten Rüpel zu lächeln. Ein Ton ihrer Stimme unter Blumen ist wie 10.000-facher Frühling. Und neben ihrem Bild befindet sich der Text. Im Graben zwischen tiefen Träumen und leichtem Schlaf fließe ich hin und sinke ein.
und es gibt kein Halten für den Fluss meiner bittersüßen Tränen. Diese Mori, die stirbt vor ihm. Er schreibt als Abschiedsgedicht. Vor 10 Jahren unter den Blütenblättern begannen wir eine duftende Allianz. Jedes Stadium war Entzücken, voll nicht enden wollender Leidenschaft. Wie bedauerlich, nie wieder meinen Kopf auf ihren Busen betten zu können. In sie süßer Liebe vereint, versprachen wir einander, für immer zusammen zu bleiben. Und IQ wurde auch Vater eines Wunschkindes mit dieser Frau. Auf seine Tochter schrieb er folgendes Gedicht. Selbst unter Schönheiten ist sie eine glänzende Perle. Eine kleine Prinzessin in dieser traurigen Welt. Sie ist das unumgängliche Ergebnis wahrer Liebe. Und ein Zen-Meister ist ihr nicht gewachsen. Soweit unser Zen-Meister IQ. Und IQ, der sich selbst als verrückte Wolke bezeichnete, der war ja, nachdem der Daitokuchi-Tempel abgebrannt war oder teilweise abgebrannt war, beauftragt, als Abt des Daitokuchi diesen Tempel wieder aufzubauen. Und das hat er auch geschafft, obwohl er schon ziemlich alt war. Und deshalb können wir uns freuen, wenn wir nach Japan kommen, dass es neben Myo Shinji noch den Daitokuchi gibt als ein Tempel, in dem die direkte Übertragungslinie funktioniert und funktioniert hat in der Vergangenheit. Also der ist auch für uns hilfreich. Wie gesagt, ansonsten sind die Erwähnungen der Sexualität eher verschämt. Also bei diesem Koan mit der alten Frau, da fragt man sich ja, hat sich der Mönch nicht wirklich vorbildlich da geschlagen, 10 Jahre lang? Sitzen, sitzen, sitzen. Das wünschen sich ja manche. Ne? Und keinerlei Anhaften mehr. Morscher Stamm auf kalten Felsen. Also da spielt sich nichts mehr ab in der Sexualität. Ja? Es ist nur noch Übung des Sazen. Aber wenn so die Quelle der Lebendigkeit total unterdrückt wird, dann ist auch das Zen nicht mehr fruchtbar. Dann können wir die Schönheiten des Lebens gar nicht mehr wahrnehmen. Und das ist kein geistig hochstehender Zustand, sondern das ist ein Jammer, wenn es dahin kommt. Also so oft auch gesagt wird, ja, 10 Jahre in der Höhle und so weiter im Himalaya, toll, ne? Nee, wenn wir die Fähigkeit verlieren, mit dem einfachen, natürlichen Leben in Kontakt zu kommen, wenn wir die Schönheit des natürlichen Lebens nicht mehr wahrnehmen können, weil wir dermaßen abgespaced sind in irgendwelche unerreichbaren Sphären, dann ist etwas schiefgelaufen. Es gibt noch ein lustiges Koan im Katoshu, da wird berichtet, Ziming kümmert sich um eine Feuerstelle oder um die Feuerstelle. Also Ziming war ein ziemlich berühmter chinesischer Meister. Im Katoshu handeln ungefähr 10 Koans von ihm. Und in der Nähe von seinem Tempel lebte eine alte Frau. Und niemand kam so richtig dahinter, was
es mit dieser alten Frau eigentlich auf sich hatte. Und Xi Ming, der ging immer, wenn er Freizeit hatte, hin, um mit ihr zusammen zu sein, heißt es in dem Koran. Ja? Eines Morgens, an einem planmäßigen Vortragstag, ertönte die Trommel, ertönte die Kancho, die den Vortrag ankündigt, nicht, obwohl das Frühstück eine Zeit lang zuvor beendet worden war. Yang Qi, der seinerzeit der Tempelvorsteher war, fragte einen Laienbruder, warum die Trommel nicht ertönt war. Weil der Abt abwesend ist und noch nicht zurückgekehrt ist, erwiderte der Bruder. Yang Qi ging unverzüglich zum Haus der alten Frau und schaute hinein. Xi Ming kümmerte sich um den Herd, während die Frau etwas Reisbrei umrührte. Heute ist ein Vortragstag und die Versammlung der Mönche hat lange gewartet, sagte Yang Qi. Warum bist du nicht heimgekehrt? Wenn du mir einen Wendesatz angeben kannst, werde ich zurückgehen, erwiderte Xi Ming. Wenn nicht, dann können alle miteinander fortgehen, nach Osten, Westen oder wohin auch immer. Der war so richtig da vor Anker gegangen. Und es war wahrscheinlich nicht nur der Herd, um den er sich da gekümmert hat, sondern noch einiges mehr. Kurz und gut, Yang Qi bedeckte seinen Kopf mit seinem Bambushut und ging einige Schritte. Gut, und das hat dann Xi Ming als Wendesatz angenommen und ist ihm hinterhergegangen, um den Vortrag zu halten. Also er war schon hin und her gerissen zwischen Sangha und dieser alten, geheimnisvollen Frau, wo er immer wieder am Herd zugange war, mit der die Köpfe zusammengesteckt hat und so weiter. Also das Thema kommt in versteckter Form immer mal vor, ja. Aber so richtig offen wird es ja nicht behandelt. Und ich möchte euch noch ein kurzes Zitat von Day da vorlesen. Der hat ja das Buch geschrieben, was ich sehr schätze, Sex als Gebet. Und die Kapitel sind eins nach dem anderen hervorragend. Ja, also ich empfehle das auch den hartgesottenen Alten, da noch mal reinzugucken. Ja, es lohnt sich. Er schreibt unter anderem: Unsere Kultur unterstützt das Wachstum nur bis zu einem bestimmten Stadium. Wir dürfen unsere Aufmerksamkeit von Kindheits- und Jugendthemen befreien, aber dann sollen wir uns damit zufrieden geben, unsere Aufmerksamkeit mit den erwachsenen Themen wie Geld, Familie, Sex, Sport und Zuneigung zu beschäftigen. Wobei ein bisschen soziale Wohltätigkeit sowie Kunstverständnis und religiöser Glauben mit eingestreut werden. Wenn wir aber über diese Themen hinauswachsen, wenn sie uns nicht mehr wirklich interessieren, dann gibt uns unsere moderne Kultur nur wenig Ratschläge jenseits von Therapie, Fernsehen, Medikamenten, Scheidung, Karrierewechsel und dem Versuch, in der Welt nach Bedeutung zu forschen. Bedeutung kann man nicht in der Welt finden, sondern in der Tiefe des Seins, was wiederum die Welt in einem neuen Licht erscheinen lässt. Wenn dich Familie und Karriere nicht mehr so erfüllen,
wie das früher mal der Fall war, dann verlasse sie nicht. Wenn dein Mangel an Erfüllung durch spirituelles Wachstum bedingt ist, dann wird eine Veränderung im Bereich Familie und Karriere absolut keinen Unterschied in Bezug darauf machen, wie tief du erfüllt bist. Deine einzige wahre Möglichkeit besteht darin, tiefer zu gehen. Entspanne dich als die Offenheit des tiefen Seins. Selbst wenn du weiterhin geschickt mit den Dingen in deinem Leben umgehst. Am besten ist es, wenn du dieses Vertiefen regelmäßig in einer formellen und ungestörten Situation wie beim Meditieren praktizierst. Letztendlich aber übst du das Vertiefen in jeder Situation, und vor allem in den Situationen, die deine Aufmerksamkeit am meisten fesseln, sowie auf den Gebieten, auf denen du dich am stärksten verstrickst. Vom Teenageralter bis hin zur Lebensmitte ist Sex eines dieser Gebiete. Deine Aufmerksamkeit und deine Lebensenergie, die deiner Aufmerksamkeit folgt, wird durch Sex abgelenkt und durch ihn gebunden. Nicht einfach nur der Geschlechtsverkehr, sondern die gesamte sexuelle Welt. Beziehung, Liebe, Lust, Orgasmus, Zurückweisung, Fantasie, Bedürfnis, männliches Stoßen, weibliches Ziehen. Das ganze heillose Durcheinander in deinem Bett. Bei der Arbeit, zu Hause, auf der Straße und in deinem Kopf. Ja, das ist unser Ausgangspunkt. Und dabei belasse ich es mal für heute. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.